Herzlich willkommen zu unserem Erklärvideo zur Methodenkarte QR-Codes für die Stationsarbeit. Mittlerweile gibt es in ganz vielen Internetbrowsern schon die Möglichkeit, das direkt im Browser zu tun. Das geht derzeit auf unseren Lehrkräfteendgeräten leider nicht. Deswegen zeigen wir das mit dem Online-Dienst goqr.me. Besonders für die Arbeit an Stationen können QR-Codes sehr hilfreich sein. QR steht übrigens für Quick Response, also schnelle Reaktion oder schnelle Antwort. Die Erstellung eigener QR-Codes ist recht einfach. Und genau das möchte ich Ihnen in diesem kurzen Video zeigen. Wie ich schon sagte, wir nutzen den Dienst goqr.me und das ist auch das Erste, was wir tun. Wir rufen diese Seite im Browser auf. goqr.me. Dann sollte es im Anschluss eigentlich genauso aussehen wie bei mir hier im Browser. Unter 1 finden Sie die verschiedenen Typen von QR-Codes bzw. Quellen, die Sie dort verarbeiten können. Unter der Weltkugel finden wir die sogenannten URLs, Uniform Resource Locators. Das sind eigentlich Internetadressen, wie wir sie alle kennen. Das können entweder direkte Internetseiten oder Homepages sein, aber es können auch eben Videos sein von YouTube oder anderen Videodiensten. Dann haben wir hier den Typ Dokument. Dort können Sie einfach Texte hineinschreiben und das ist zum Beispiel hilfreich für Anleitungen oder Hilfestellungen oder Lösungsvorschläge. Und damit eignet sich vor allem dieses Dokument als Möglichkeit zur Differenzierung von Materialien im Stationsunterricht. Darüber hinaus haben wir noch die Möglichkeit, GPS-Daten zu hinterlegen und mit einem QR-Code zu versehen. Das können Sie zum Beispiel aus Standortdiensten wie beispielsweise Google Maps die Längengraden und Breitengrade herausziehen, hier eintragen und dann wird ein QR-Code generiert, der genau diese Standorte entsprechend darstellt. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, Kalenderdaten mit einem QR-Code zu versehen. Hier oben kommt die Beschreibung rein, dann von wann bis wann das Ganze dauert, welche Zeitzone das ist und auch das können Sie mit einem QR-Code versehen. Sehr praktisch ist übrigens auch dieses Schloss-Symbol. Damit können Sie die Zugangsdaten zu geschützten WLANs ebenfalls per QR-Code zugänglich machen. Hier wird der Typ der Verschlüsselung eingegeben, dann der Name des Netzwerkes und das dazugehörige Passwort. Wir gehen jetzt einmal durch, wie das Ganze aussieht, wenn ich ein Internetvideo mit einem QR-Code versehen möchte. Ich gehe einmal auf YouTube. Ich möchte gerne dieses Video per QR-Code zugänglich machen. Das tue ich, indem ich hier auf diese drei Punkte unter dem Video klicke, auf Teilen klicke und dann diese Internetadresse kopiere. Die ist jetzt im Arbeitsspeicher, also im Zwischenspeicher. Ich gehe zurück zu meinem QR-Code-Dienst und klicke, wie vorhin schon erklärt, auf die Weltkugel und gebe hier entweder mit Steuerung und V oder aber über Rechtsklick der Maustaste und Einfügen meine Internetadresse zum Video ein. Das Ganze noch mit Enter bestätigen und schon sehe ich den entstandenen QR-Code. Den kann ich entweder einbetten in eine Internetseite zum Beispiel oder in irgendwelche sozialen Netzwerke. Das geht. In der Regel für Stationsarbeit würde ich den aber herunterladen per Klick auf Download. Und auch hier kann ich noch ein paar Dinge einstellen, zum Beispiel welche Farben verwendet werden sollen, ob ich noch ein Logo hineinpacke, ob das Ganze eine umlaufende Linie hat, welche Größe das hat und welches Dateiformat mir das liebste ist. Grundsätzlich sollte man alles so lassen, wie es eingestellt ist, das schadet nicht weiter. Wir wählen hier JPEG als Dateiformat, einmal draufklicken und dann lädt er es auch hier runter. Das sehe ich hier oben bei den Downloads und durch Klick auf das Ordner-Symbol komme ich zu dem Ordner, ich klicke rechts, kopieren und hier unten habe ich schon eine Datei aufgemacht. Das wäre dann die mit den Arbeitsanweisungen, das Arbeitsblatt und klicke hier auch wieder einfügen und zack erscheint mein Code. Das ist der QR-Code, den die Kinder dann mit ihren Geräten einscannen können, um zu den entsprechenden Internetseiten oder Hilfestellungen oder was auch immer zu kommen. Den können Sie natürlich in der Größe noch anpassen, wie alle anderen Grafiken innerhalb einer Textverarbeitung auch. Neben dem Dienst, den ich Ihnen eben zeigte, gibt es natürlich noch verschiedene Alternativen, wenn sie nicht gerade im Browser sowieso direkt vorhanden sind. Es gibt zum Beispiel noch den QR-Code Monkey oder in Tutory gibt es auch eine solche Funktion. Ich hoffe, dass Sie mit diesen Informationen arbeiten können und danke für Ihre Aufmerksamkeit.